Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Cult of the Lamb. Und ja, erstmal opfern wir hier jemanden. Unser Opferlamm. Da, genau der hier. Dafür haben wir ihn nur gezüchtet. Wir müssen jetzt mal, in die neue Welt können, Freunde. Ich meine, wir kennen sie ja schon, aber ihr wisst das vielleicht. Die Anker tiefen, genau. So, wir gehen jetzt nicht auch hier rein. Wir müssen nämlich nochmal den großen Run machen, komplett alles. Und wir müssen Hackett's Kehle finden. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, wie das Ganze abläuft. Natürlich habe ich hier ein paar krasse Dämonen dabei, die maximal stärksten, die ich hatte. Es sollte also relativ schnell gehen und gut laufen. Ja, ja, bin ich auf jeden Fall. So ein Ding, ja, Pause schon. Los geht's. Ja, ich rein, aber gleich 7 Sekunden, aber ich bin fetter. So, ja, mach mal nicht so viel Wissen, oder was soll denn das? So, Heck jetzt. Und da muss man so ein Treffraum sein. Da ist eigentlich ein Gott. Macht eigentlich das Schwert und schweren Kamel. Stimmt, das macht ja. Ah, stimmt. Das ist schon geil. Perfekt, zwei Raumkarten. Ah, das ist natürlich auch geil. Space geil. Wir machen tatsächlich erstmal die Tentakels. Die KD und so Tentakel ist so. Allein Schaden, ja. Okay, allein Schaden, wenn ich gegenrolle. Perfekt. Einfach brauche ich noch nicht. Tentakel-Ski! Das ist schon cool. Das ist schon cool. Zap, zap, nehmen wir. Und weiter geht's. Ja, good morning, meine Jungs. Uah. Kunden hier schon wieder. Und putz, Junge! Ah, das hast du nicht kommen sehen. Ah, das hast du nicht kommen sehen. Und zack, bist du tot. Dankeschön. Schwertlos. Schwertlos. Mach halt einfach Bock, wenn das so schnell ist. Weil es klar ist, nicht so stark, nur aber dieses die schnellen Angriffe, die liebe ich halt nicht. Ne? Jetzt hat mich nochmal getroffen, der Hund. So, wir sind nach links. Okay. Tarotkarte, nice. Großkörner, ja, das ist nicht unbedingt, aber. Oh, die Chance, dass wir nicht gespawnt. Vielleicht haben wir Glück und kriegen ein paar geile Sachen. So, Hackett's Kehle ist da oben. Easy. Wir gehen hier hin, holen uns Relikt. Sie müsste drin sein, oder? Ja. Das fügt allen Gegnern Schaden, entsprechend der Menge an Tarotkarten zu. Ja, so viele Tarotkarten habe ich jetzt noch nicht, aber ich hätte noch ein Pre-Game, also ganz zum Schluss. Wird das gut klingeln? So, ich gib's nicht mehr, Hackett. So, wie das jetzt so weitergeht. So, mal kurz. Ach so, ja, der Reise, klar. Wir gehen doch mal links. Feuer! Vielleicht gibt's hier, ja, genau. Leicht explodieren, ja, okay. Bei Waffenschaden habe ich noch die Hoffnung, dass wir eine höhere Stufe kriegen hier als bei der Stimmteile. Bei der Menge an Tarotkarten werden wir wahrscheinlich das nicht wiedersehen. Kann man machen? Kann man auf jeden Fall so machen, Freunde. Können wir den Rasen nehmen? Das wäre so früher. Ich weiß nicht, reichen sollte für das komplette Spiel jetzt noch, aber ich nehme mal Dünger, sondern Futter, das ich habe.
aber sicher ist sicher. Fette Kräuter, stirb! Ich hab sowas wie, wenn ich die treffe. Ja, das war schon. Was war das denn? Zeig mir sogar an, was das für ein Relikt dann ist. Okay. Also dann das mit dem, du bekommst mehr Dämonen. Einfach nur was Geiles. Und dann Raffi, Tricky, fliegen wir hier durch, Freunde. Boom. Guck mal hier, du Hund. Kürbisse, yeah! Cool. Geht ja gar nicht, was soll denn? So, hier sollten wir jetzt theoretisch Kehle finden. Genau. Erhöht 10 Sekunden an den Angriffsschaden. Hier gibt's Kehle. Okay. Nichts Böses sagen. So, ich hätte immer noch 9 Relikte, Freunde. Krass. Was ist das Päckchen? Was soll ich das Päckchen eigentlich? Anhängerfleisch. Ich halt auch nicht, das kaputt zu kloppen. So! Bossfight Number 1, Freunde. Das ist das Ding, ja. Das fühle ich ja gar nicht. Aber das soll explodieren, das finde ich schon ein bisschen erotisch, muss ich sagen. Ja, wir müssen runter. Das bleibt uns nicht über. Good morning, good morning, Jungs. Was geht ab? Was versucht euer Startschiff? Darf ich mir? Also, nee. Ihr seid ja nicht so, ne? Ihr seid ja da nicht so. Ich liebe es, Freunde. Und jetzt nur noch Tarotkarten, die voll auf Füße gehen, wenn man das jetzt so easy. Ich liebe diese Fluch. Hahaha, so geil. So geil. Da geht's zum Boss, also gehen wir nochmal rechts. Vielleicht können wir noch ein Kapchen machen. Oleg! Das ist ja schön, das Angriffstempo erhöht sich. Scheiße, nehmen wir das Angriffstempo mit, das ist okay. Ich hab meinen einfach nicht voll, fuck. Ja. Ich weiß, die Tentakel, die haben alle verprügelt. Nice. Ich hab jetzt. Oh, er rastet vollkommen aus! Fick dich! Spürt die Macht meiner Tentakel! Spürt sie! Und Zorn meiner Tentakel, was auch immer. Spürt meine Tentakel. Oh, ist groß. Wow. Fällt mir aus. Huch! Oh, sorry, Freunde, sorry. Das war nicht der Plan. Das war nicht. Und? Ich nehme natürlich auch. Die Augen überhaupt noch für irgendwas. Das ist gut. Oh, I don't know. So, wir wollen nicht zurück zum Zirkus. Wir wollen next round, Freunde. Und was gibt's denn hier Schönes? Rechts lang eine Tarotkarte, da dort ein Typ. Schauen wir mal. So, let's get ready, next battle. Boom! Holz. Die nach unten. Yes, baby! Oh, was Gutes, immun gegen Gift. Ah, Relikte laden sich schneller auf. Ach, komm, ich bin. So, noch was Gutes? Gutes, maybe?
Seltenes, die das beim Abrollen und ein Sprengsatz erhalte. 10 Eif habe ich getroffen. Ich hätte jetzt tatsächlich gerne, dass ich halt nur die Hälfte echt verbrochen habe. Oh Gott, wäre das schon lecker. Aber es ist einfach viel, wenn ich getroffen werde, das ist auch schon mal ganz nice. Weil beim Boss wird man doch nicht einmal nochmal getroffen, kann euch einfach erzeugen und den Boss weiter zerstören. Geht durch, ich werde rein, Mauer, danke schön, danke schön. Was ist denn der Map denn? Level, verweht. So, ich würde sagen, wir müssen trotzdem nochmal links gehen, Leute. Nehmen wir einfach mit. Easy, top easy, kein Problem. Aber wir müssen nochmal hier rüber gucken, Freunde. Guck mal. Den Kollegen hat mal Schlange nicht mehr. Oh, Fisch und Fleisch. Da sehe ich mich. Nice. Nochmal Fleisch vielleicht? Oh. Und er litt auf, oder? Ja, kann ich mehr. Dann kann ich mir ja mein Geld zurückholen. Was dem Typen gar nicht gefällt. Aber es ist mir doch schon egal. Und wie gesagt, wollen wir immer erst mit dem Typen reden, bevor er das Geld klaut. Dann kommt er immer rum. Kommt da mit dem, es ist ein totes Geld und da und gibt uns negative Sachen. Und das wollen wir ja nicht. So, rechts ist eine Tarotkarte, da ist eine neue Waffe und. Oh, das sieht ja schmackofuck aus. Nicht zu Fragezeichen, ich will eigentlich nicht zu Fragezeichen, ich will Tarotkarten haben. So, gute Seltene. Oh, Flüche verbrauchen die Hälfte an Eifer. Baby! Ah, jetzt geht's los. So, wir gehen tatsächlich nach links, vielleicht kriegen wir noch eine coole Waffe. Und dann gehen wir nach rechts und holen uns noch eine Tarotkarte. Lecker, oh, ist das lecker. Dies. 50%ige Chance, 10 Sekunden lang unverwundbar zu werden. Oder. Nö, bleib bei der Kehle von Deket. Da werden wir auch noch nicht verfolgen, wenn wir den haben. Das ist ganz cool, aber. Aber den Krieg wieder nicht schwer, die zu verfolgen, glaube ich. Schau mal hier. Clownex, gesegnetes Haar. Mhm. Füge all Gegnern Schaden, entsprechend eine Menge an Tarotkarten zu. Chance auf ein blaues Herz. Das ist auch geil, weil ich mittlerweile sehr viele Tarotkarten habe. Nein, wir bleiben bei Hackett's Gale einfach nur, weil es ein Bischof ist und davon ein Premium-Relikt ist. Das ist ein starker Satz, ne? Also der ist so OP. Kannst du einfach nicht sehen, also. Natürlich ist krass, wenn ihr von hier das Auge hätte, was nicht hier auf den Kreis. Und dann den Flug kopiert. Das wäre natürlich jetzt so. Oh no, das ist vorne. Jetzt mal aus der Map rausgehen, wo ich nicht treffe, ne? So fucking annoying. Was wir haben, Jungs. Bum, 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 bum. Das Rad. Jetzt geht's ab, Kinder! So, da unten ist auch schon was. Das verbrechen wir mal schnell und dann haben wir den Raum auch fertig. Wer hätte jetzt gedacht? So. Ich will keinen beschissenen Hammer. Wollen wir mal mit dem Hammer spielen? Ich geht mittlerweile schnell. Oh, ey, das schon gesehen. Das Kötzen. Macht halt mega Schaden, ne? Ach, scheiße, komm, wir spielen mit dem Hammer. Vielleicht finden wir nochmal eine Axt, aber. Wenn nicht. Dann brauchen wir halt wirklich nur einen Treffer und dann den jetzt mal. Wer ist da ein Springen wird? Jo, jetzt gucken wir das mit dem Leben. So, Ladies und Gentlemen. Es ist Zeit für den Boss. Wir sind jetzt alle in One-Shot. Das ist ja cool, aber bei schnellen Gegnern ist das halt abfallen.
sowas hier, oder? Bopp! Bopp! Das ist halt easy. Ich es verwerten kann. Mord erst was ist denn da los? Ich werde nicht ein bisschen Stammer prügeln müssen. Scheißhammer. Voll Attack. Oh, oh, toll. Spinnen, tötet sie! Häppchen! Jetzt kann der Hammer hier schwerer an. Hey, jetzt der Kumpel hier liegen, ich geh schon töte. Kann man so mal machen. Was ist das hier? Vampirhammer, was hab ich jetzt für einen Hammer? Das wäre echt ganz cool, ne? Scheiße. Hammer ist eine Hammerrunde. Was hab ich für einen Hammer? Ein Nekromantenhammer wurde. Der Hammer ist, glaube ich, noch ein Teil, ne? I guess. Und, eine Katze, ne? Sehr wichtig. Schlecht, Freunde, aber... Ah, leck mich doch fett, Natur ist fett, komm, scheiße. Das ist nicht so schlimm, ne? Oh, God damn it, baby. Er ist so übertrieben, wenn man sechsmal und dann. Nein, wir waren nicht so gut. Wir starten eine weitere Runde. Das war Herzen gewesen. Haben wir hier Herzen? Ich habe jetzt keine gesehen. Schade. Ich würde den Herzen gerade ein bisschen abfuck, dass ich so wenig habe. Rein, komm mal hier rein. Das ist easy, Freunde. Schaut euch, wie ich es. Ja, alles bin. Aber ich keine Herzen kriege normalerweise. Pilz, der lockt den Gift auf mich. Oh. Junge, willst du sein lassen, du Wichser? Drei Räume. Warte. Reduziert das Leben auf ein Halb. Das Herz kriegen wir doppelt. Und dann nochmal zurück, hier müssen wir nochmal nach rechts. Beschwöre einen Fluch mit erhöhter Stufe, einen Fluch, ne. Das ist ein cooles Relikt so, aber ich möchte mit mir fix, weil mein Fluch ist lieber. Und so, ich habe hier schon ein krasses Relikt drin, also dann tun wir es jetzt nicht. Dass ich die Tode rollen kann, ja? Also, so funny. Ja, die abbauen hier. Das sieht aus wie Hunde. So. Gehe ich nach rechts. Mal gucken, was es jetzt hier gibt. Ich habe nicht genau darauf geachtet. Fragezeichen. Ein Typ. Geld für Fisch. Ein Händler. Keine Ahnung, wie auch hier lang. Sonnenmost. Ja. Ich habe diesmal auch gerne einen Herzraum dabei gehabt. Ich habe das ja eigentlich gekriegt, aber. Das ist ja eigentlich nicht so der Bringer, ne? Da kriege ich ein neues Relikt. Ach, das ist oh, die Freunde. Wow! Okay, nice. Oder Truhen enthalten Nahrung statt Münzen. Ich brauche beides nicht. Ich brauche keine Nahrung statt Münzen, aber. Doch. Kaffee! Durch. Ich kann das nicht.
kleines Token, wie du euch gesagt hast. Das ist ein Lager, aber... Ja, du brauchst deinen Bock drauf! Ja, wäre cool, aber... Verlacht ihr nochmal drauf, dass mein Fluch so stark ist. Dass ich den Endboss recht zügig tot kriege. Trotz wenig Herzen. Das ist auch eine miese Kombo, ne? Einmal rollen, Junge, zack, Bombe und Anchor. Oh mein Gott, das ist besser jetzt, das ist meiner. Dieses ranzige Gift. Cool! Ja, ich hätte ja gar nicht. Das ist auch neu. Aber das ist gut. Auf sie! Bomben! Körbel. Kann man machen. Kann man machen. Oh Gott, ja, Wolle! Niceness! Überhaupt Giftbezahlung, die öffnen wir noch. Ist das lecker, Freunde. So, rechts gibt's ein Relikt und geradeaus gibt's ein Gespräch mit. Ach, dem Kätzchen. Markerpark. Wenn wir Glück haben, finden wir jedes Mal am Herzen. Mit ganz, ganz viel Glück. Aber, Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Es sieht nicht. Da! Bumm! Jawohl, das schmeckt. Da wäre jetzt sowas geil gewesen, wie du jetzt die doppelte Menge an Heilung. Hat gar nicht alle sagen, wir können nicht alle Tarotkarten haben. Das ist ein Premium. Einfach mal alle Tarotkarten, die es gibt, so in einem Run. Das ist ja hauptsächlich, ne? Wir werden, weiß ich nicht. Aber ich muss nicht. Boah, das geht mal gut. Ist der noch da? Gut. Was? Das halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Zeit anhalten, ja, komm. Komm, 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 komm. Wie ist mein Mann, die Kette? Das ist irgendwie hardcore, high-explosion, ne? Der Boss, oder? Ich glaube, ich einfach, dass es ein Zeichen ist, oder? Das wäre wieder die Dingens mit... Oh, sie sind krank! Warum sind meine Leute krank? Ah! Oh, das ist tot, oder? Nee. Also, wegen Tage. Oh mein Gott, was ist mein Zockerbus? Fuck. Ach, Digga. Ich bin jetzt wieder zurück. Da können wir gleich mal hart zwischengrätschen, nicht, dass da irgendwas vollkommen schief läuft. Schön. Was aus dem Leben scheppern? Ja. Oh! Hey, das ist neu! Das ist neu! Fuck, auch ein bisschen Gift, Junge! Ach, Digga, war doch nicht easy! Okay, fuck. Was ist der Bus, oder? Das ist ja klar, was der Bus, aber. So, ich glaube, jetzt müssten wir tatsächlich. Yes, Freunde, wir sind durch. Können zurück zum Kult. Schmackofatz. Das war der lange Run, wie gesagt. Mit den drei Bossen. Macht immer mal Bock. Braucht ein bisschen länger. Aber macht halt mehr Bock, wenn man das aufgeht. Stark ist mit vielen Fähigkeiten und Einbruch dran. 20 Minuten, 211 Kills. Schmackofatz, Freunde. So. Ich würde sagen, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mich erstmal um meine Gang kümmern. Wir sind ja alle krank und am Verrecken. Das geht so nicht. Ja. Scheiße, was ist denn mit dem? Ja, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.